Im Grunde genommen sage ich das, was Frau Pellett gesagt hat, mit anderen Worten. Mit völlig anderen Worten, aber die Homöopathie mit einem Ähnlichkeitsprinzip. Ich denke mir, Sie hatten ja gesagt, oder Sie haben Applaus bekommen, ich bin Pädiater primär, dass Sie so viel mal Großmutter geworden sind. Und ich denke mir, unmittelbar vom äußeren Aspekt, von der Physis, ist Frau Pierlet natürlich glaubwürdig. Ich habe in meiner ganzen pädiatrischen Praxis noch nie so eine ja, jungwirkende und schlanke und Frau mit Ausstrahlung gesehen wie Sie. Das muss ich Ihnen sagen. Und von daher haben Sie mich auch mit Ihrer Biochemie, mit Ihrem Unterwandern, mit der Materie, nicht mit Aristoteles, das, was du messen kannst, was du wiegen kannst, was du in der Hand halten kannst, gut abgeholt. Und ich habe Sie bewundert. Dankeschön. Ich bin aber jetzt mal nicht bei Aristoteles, sondern ich bin bei Platon. Ich bin da bei der Ideenlehre. Sie wissen, die beiden großen griechischen Philosophen, der eine misst und wiegt und der andere ist in der Idee, in der Ideenwelt des Guten, Schönen, des Göttlichen. Und beide sind keine Gegensätze, sondern wer je von ihnen in Rom war und die Stanzen des Vatikans gesehen hat, beide stehen in einem Dialog. Sie unterhalten sich, sie ergänzen sich und sie verstehen sich. Und Sie werden sehen, wenn Sie meinen Vortrag jetzt gehört haben, dass wir unmittelbar uns verstanden haben. Vielleicht zu Beginn noch, gehen Sie hoch oder hier auf der Tafel und kaufen Sie sich die CDs vom alten Willibald Gavlik. Die gibt es noch und immer wenn ich nach Italien fahre und stehe im Gotthard vor oder im Stau, dann lege ich mir den Gavlik rein. Da gibt es eine wunderschöne Kassette, die Kunst des Alterns. Und was sagt er in diesen Kassetten? Ich habe ihn selbst erlebt und ich fühle mich auch so ein Stück als sein Schüler. Im Grunde genommen ist unser Begriff Altern eigentlich verkehrt. Das Aramäische und das Hebräische hatte gar keinen Begriff für das Altern, sondern für das Reifen. Und da steht eigentlich was unheimlich Humanes drin. Der Gavlik hat sich immer aufgeregt über das Anti-Aging. Also auch dieser blöde Name, Gavlik hat da ein Gefühl für die Sprache. Ja, es gibt kein Anti, du kannst auch nicht das Anti, das Lateinische, mit dem Englischen verbinden. Das ist ungut. Und so ist dieser Begriff Anti-Aging völlig ungut. Es geht um das Reifen, das Reifen. Nun, was habe ich da für Gewehrsmänner? Einmal den Willibald Gavlik, den Sie sich bitte zulegen und hören. Zum anderen Cicero. Cicero, De Senectute, über das Alter, hat es eingeteilt. Eine schlimme Einteilung eigentlich ab 56, sehen Sie schon alt, 56 bis 64 ist die erste Stufe. Die zweite Stufe, das ist 64 bis 70. Und dann gibt es was von 70 bis 80 und alles, was darüber hinaus ist, zählt nicht mehr. Das ist dann bei den Göttern. Der zweite Gewehrsmann ist das, was vielleicht Sie oder Sie demnächst auch sicher kriegen, die goldene Hufeland-Medaille. Hufeland, wir werden hier ausgezeichnet, wenn man lange geredet hat, gut geredet hat, lange es im Zehn ausgehalten hat, dann kriegt man die goldene Hufeland-Medaille. Hufeland war ein Zeitgenosse von Samuel Hahnemann, ein sehr weiser, kluger Praktiker, der dann auch in Berlin den Königshof behandelt hat, auch die armen Leute behandelt hat. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben über die Makrobiotik, die Kunst, das Leben zu verlängern. Aber er sagt, die Kunst, das Leben verlängern zu können. Er sagt nicht, ich verlängere das Leben, sondern zu können. Und was sagt er da? Na, er sagt das alles, was Frau Pellett gesagt hat. Ich fasse es mal zusammen, sehr viel einfacher noch. Weniger biochemisch, weniger an der Materie, sondern mehr an dem Geistlichen. Einmal der Rhythmus. Der Rhythmus. Gavlik hat gesagt, ihr müsst frühstücken, auch wenn ihr allein seid oder wenn ihr vereinsamt seid. Ihr müsst euer Brettel rausholen. Ihr müsst euer Brot haben. Ihr müsst, und das hat mir unheimlich gut gefallen, dass Sie den Mut haben, heute in unser
atheistischen Zeit. Ihr müsst vielleicht ein Gebet sprechen. Das ist das Zweite. Aber ich bleibe erstmal beim Rhythmus. Das ist der Rhythmus. Wir sind ja ganz, ganz großen Rhythmen unterworfen. Rhythmus der Tageszeit, Rhythmus der Freizeit, Rhythmus des Schlafes. Also hier den alten, älteren Menschen zur selben Zeit frühstücken. Ein Ritual einhalten, Rituale. Jede Kulturnation hat Rituale. Unsere Zeit zeichnet sich nicht mehr durch Rituale aus, sondern durch eine Entritualisierung. Nicht alles ist beliebig. Du kannst das machen, du guckst Fernsehen, du isst, du hast noch deine Abrechnung dabei, du hast die Tageszeit, du guckst auch noch in die Börse rein. Du hast ein Gemenge der Beliebigkeit. Und es gibt einen französischen Philosophen, Alain Finkielkraut, mein Jahrgang 1949, der schimpft gegen diese Beliebigkeit, auch in unserer Politik, auch in unserer Moral, vielleicht auch in unserer Religion. Alles ist erlaubt, es gibt kein Rechts, kein Links, kein Oben, kein Unten. Die Götter sind verschwunden und die Ersatzgötter, viel schrecklichere, die da auftauchen, tauchen in dieser Lehre auf. Beliebigkeit und der Rhythmus und die Rituale sind gegen diese Beliebigkeit. Also eine Tageszeit, eine Freizeit, ein Schlafen. Wunderschöner Begriff von Frau Pellet, habe ich mir reingeschrieben noch. Achtsamkeit.